Danke, total schön. Sugata, ich wollte dich fragen und dann auch den Christian, die beiden Journalisten sozusagen im Raum, was seht ihr denn, wenn wir die ganzen spirituellen Meister, hier gibt es ja auch Hunderte auf dem Festival, die alle erleuchtet sind, was ist denn so das Besondere an diesen ganzen Meistern, die du schon gesehen hast? Sie inszenieren sich gut. Also das ist halt ein Marketing-Trick. Naja, also ich habe nichts gegen gute Inszenierung und ich meine es nicht so frech, wie es vielleicht klingt, obwohl ich mich auch freue, wenn ich dadurch Aufmerksamkeit kriege. Dann inszeniere ich mich ja wiederum durch solche freche Bemerkungen. Also ich meine, bevor einer den Schritt geht in die Selbstinszenierung als spiritueller Meister, ist in der Regel eine gewisse menschliche oder spirituelle Reife vorhanden. Die zu beurteilen, wie hoch die ist, das versuchen wir natürlich alle, wenn wir so einem zuschauen. Aber da ist ja ganz viel im eigenen Auge, wie man den beurteilt. Es kommt allerdings auch eine Inszenierung hinzu, wie man sich auf die Bühne setzt, wie man sich kleidet, wie man spricht, wie man mit den Schülern oder sogenannten Schülern umgeht, alles das. Und ich liebe auch Theater und Film und da wären Regisseure, die gut inszenieren können, ja hoch gelobt. Warum denn nicht auch in unserer spirituellen Szene? In der Inszenierung eines Satsangs, eines spirituellen Frontalunterrichts oder sei er jetzt auch interaktiv, all diese Sachen, da kann man ja ganz viel einbringen, eine Inszenierung an pädagogischem Wissen, weil man will ja etwas vermitteln. Aber tatsächlich wird dort inszeniert, man versucht eine spirituelle Erfahrung zu erzeugen in einem gewissen Zielpublikum, jetzt mal pädagogisch oder marketingmäßig gesprochen, und das ist ja völlig in Ordnung. Man kann auch sagen, ich versuche eine sakrale Erfahrung, das Heilige herbeizurufen, das zu erzeugen durch ich möchte ein guter Auslöser sein für sowas, weil ich weiß ja, es muss in dir passieren. Und wenn ich jetzt besonders arrogant oder besonders heilig oder besonders still oder besonders indisch dekoriert daherkomme, bin ich vielleicht ein besserer Auslöser. Möglicherweise, warum denn nicht? Da ist nichts Schlechtes dahinter. Ja, und unterbreche ihn. Entschuldigung, aber was ich dazu sage, eine Freundin von mir, die Heilerin ist, die wirklich großartig ist, die sagt, sie hat ihr Equipment, also ihre Glocken und ihr Ding dabei, je nachdem, wie viel derjenige braucht. Es gibt Leute, die brauchen einfach, die müssen sehen, dass da viel hier Gebimmel, hier Gedanken sind, und der andere, der ist auch dafür offen, wenn er nur reinkommt und einfach nur präsent ist. Und ich glaube, das ist auch das, was du so besprichst. Es ist so für jeden irgendwie, wie er es braucht. Ja. Es gibt unendlich viele Methoden. Jetzt war da in Unterschleißheim einer aus Kroatien, das habe ich im Süddeutschen vor ein paar Tagen gelesen, da guckt die Leute nur an. Und ich kenne so viele Leute, die denken, Mann, oh Mann, wie weit müssen wir fallen, um uns sowas also anzutun? Ja, dass da einer nur guckt, ist denn das heilig, ist das Spiritualität? Aber warum denn nicht? Die Leute gehen hin und haben so Erfahrungen wie beim Dalai Lama oder wie bei Amar oder wie beim Umkreisen des Kailash. Das sind alles Möglichkeiten, dahin zu kommen. Und ja, in dem Beurteilen der Wege, also ich mache ja gerne Witze und ich spotte auch über diese Leute, aber ich spotte dann auch wieder über die, die das nicht verstehen, dass da wirklich was passiert. Das gar nicht spüren können. Das gar nicht spüren können. Ich meine, ja, Humor ist für mich nicht Spott, sondern Humor ist die Fähigkeit, über sich selbst lachen zu können. Und wenn ich jetzt über jemand anders da draußen Witze reiße und ich verliere dabei das Gefühl, dass ich selbst gemeint bin, dann wird es schwierig. Ja. Auf jeden Fall dieser Brago, oder wie hieß der? Brasso. Ich habe das Bild in der Süddeutschen gesehen, ich habe mich gefreut, weil unser Mainstream ist ja sehr hämisch bei spirituellen Themen oft. Der wird richtig gefetzt und gespottet. Und ich fand, es war ein liebevoller Bericht mit ein bisschen süffisanter Überschrift. Schauen wir mal. Also, sehr schön aufgezogen. Sehr schön, danke. Darf ich den Christian mal fragen? Die Frage, die mich getrieben hat gerade, war, wie geht es dir damit, wenn du als Redakteur mit Menschen Interviews führst oder über etwas schreibst, was vielleicht ganz viel Berührung auslöst, was vielleicht Menschen sehr hilft, aus einer Depression rauszukommen, Ängste zu verlieren, sich selbst zu begegnen, statt irgendwelchen antrainierten Panikattacken zu glauben. Wie geht es dir damit, wenn du solchen Menschen begegnest? Wo ist das Heilige? Wie erlebst du das? Also es gibt ja sehr verschiedene
Leute, die öffentlich etwas vermitteln in dem ganzen großen Bereich, den ich jetzt mal so Spiritualität nenne. Da gibt es die Heiler, die nicht unbedingt lehren wollen oder vermitteln wollen, sondern die oft aus einer Selbstheilungserfahrung heraus, also die hatten dann vielleicht irgendwie, waren die fast schon gestorben oder hatten eine ganz schwere Krankheit und irgendetwas ist geschehen, das hat sie gesund gemacht. Die kommen, soweit ich das so beurteilen kann, wirklich so vom Herzen und wollen das mitteilen. Und das kommt auch höher. Dann gibt es nach meiner Einschätzung eine ganze große Gruppe von Leuten, die sehen sich als Lehrer von vornherein schon, also als wären die mit diesem Antrieb geboren. Sie möchten vermitteln, sie möchten etwas wiedergeben. Da kommt das natürlich dann sehr gelegen, wenn irgendeine spirituelle Erfahrung geschieht, irgendein Erleuchtungserlebnis, dann greifen die oft sehr schnell zu und sagen, jetzt bin ich erleuchtet und vermittelt das. Und ich werde den anderen zeigen, wie das funktioniert. Da habe ich größere Probleme. Da sehe ich manchmal auch für mich die Notwendigkeit, als Autor oder als Redakteur kritisch zu fragen, zu hinterfragen. Ja, da gibt es natürlich noch so liebe Menschen wie Party, Musiker, die ihr Ding machen. Und da würde ich dann auch wieder ganz anders rangehen. Also es hat ja ein Pari, ist das eine ist das Musizieren, das andere ist ja beim Pari, dass er Satsanglehrer ist. Dann würde ich doch mal den Pari jetzt als den Betreffenden fragen wollen. Die beiden Journalisten haben gerade gesagt, was sie über Leute wie dich denken. Ich habe gesagt, dass ich hier ein bisschen stichen will. Ist ja gar nicht böse gemeint. Du weißt, was ich meine. Du machst nämlich etwas, habe ich von dir die Geschichte gehört, dass dein Lehrer dir gesagt hat, übrigens, wie viele Satsanglehrer gibt es in Griechenland? Kein. Jetzt hast du einen. Du gehst. Und du fandest das ziemlich konfrontierend. Heute bist du einer. Ja. Wie fühlst du dich? Als erstes erstmal glaubt niemandem irgendetwas, weder mir noch Journalisten. Das ist eigentlich kein schwieriges Thema. Ich mache keinen Spaß und kein Hehl daraus, was für mich damals gegolten hat, als ich auf der Suche war, wo ich gleichzeitig damit auch meine, ich bin nicht mehr auf der Suche. Das ist kein Zustand, den ich proklamiere, dass es jetzt vorbei ist mit dem Wissen, mit dem Erkennen, jetzt ist Erleuchtung da. Was definitiv vorbei ist, ist diese Suche nach einem Zustand, in dem alles okay ist, in dem alles erleuchtet ist. Jeder projiziert irgendetwas in diesen Erleuchtungszustand hinein. Meist sind es die eigenen Schwächen, die man hinein projiziert. Und ich habe eigentlich auch nach einem Zustand gesucht. Damals bin ich nach Indien gefahren und bei Osho konnte man das sehr schön projizieren, weil er ein Meister auch war, der es sehr, sehr gut verstand, auch Räume in einem zu eröffnen, in die man viel hineinprojizieren konnte, auch durch seine körperliche Distanz und so weiter. Ich suchte nach einem Meister, der mich da abholt, wo ich sozusagen bin, mit dem ich Tee trinken kann und so weiter. Und dieser Meister, Babaji, damals war das Sir Punja. Also Osho hat es nicht gemacht, dann bist du zu Babaji und da war das dann, was du gesagt hast. Da war einfach die Suche vorbei. Die Suche ist definitiv da vorbei und für mich war das ein, oh mein Gott, endlich ist dieser griechische Esel ohne Last, der kann jetzt einfach seine Wege weiterziehen. Er muss nicht mehr wissen, er muss nicht mehr immer nach dem Glück suchen, was für ein Stress. Mein Gott, was für ein Stress. Was für ein Gefühl von Erleichterung. Er hat es als Erleuchtung gedeutet. Für mich war das Erleichterung. Ich wollte ja, das ist ja im Englischen dasselbe, ne? Lighten up. Ja, Enlightenment. Erleichtere dich. Ja, ja. Und für mich weiterhin eine ständige Bereitschaft, mich in jeder Sekunde meines Lebens zu entscheiden, gehe ich für das Schwere oder gehe ich für das, was von alleine ist. Schwer in Worten zu beschreiben. Deswegen ist kein Zustand. Bei dem Wort Zustände bekomme ich Zustände. Ich habe nach Zuständen gesucht und der hat mir einfach alle Zustandsmöglichkeiten genommen. Ganz liebevoll, der hat mich nur gekitzelt. Meine ganze spirituelle Unterweisung war 3 Sekunden kitzeln, in dem
plötzlich die Suche abfiel. Und ja, das versuche ich Menschen, wenn sie offen dafür sind, mitzuteilen. Deswegen der Satsang. Und ich wollte keinen Satsang geben. Er hat mich, wie du es gerade schon erzählst, praktisch mehr oder weniger gezwungen. Er hat gesagt, this young boy from Greece, where is he? Und ich musste immer zu ihm hin, im Satsang, wo ich mich mal versteckt habe, ganz hinten. Und hat gesagt, who is giving Satsang in your place? Und ich habe ihn angeguckt und gesagt, nobody. Why not? I don't know. If you don't know, who will know? Das war ein Schock für mich und ich habe das noch ein paar Jahre verdrängt, diesen Schock, habe Freunde von mir eingeladen, Isaac und viele andere Gangaji, die bei uns Satsang gaben, weil ich mich selbst, ich dachte, das kannst du doch niemandem erzählen, es gibt nichts zu suchen, es gibt nichts zu finden, alles nur Quatsch. Aber auch essentieller Quatsch, weil Menschen leiden ja auch wirklich an, da ist ja wirklich ein Leiden da, aber gleichzeitig auch keine Substanz, ich kann es immer noch nicht in Worte fassen. Und für mich immer noch eine lebendige Herausforderung, damit zu stehen und sagen, ja, so ist es. Es ist keine substanzielle Not und trotzdem ist eine Not da. Ist paradox. Es ist eigentlich keine Substanz, die uns fehlt und trotzdem spüren wir das, was fehlt. Es ist eine Entscheidung anscheinend. Ich weiß nicht, bei mir ist diese Entscheidung gefallen und sie fällt ständig eigentlich. Weil es kommen ständig Versuchungen, Gedanken in allen Formen und ich habe jetzt die Möglichkeit, die Distanz zu gucken und zu sagen, nein. Danke, besuch bitte jemand anders, der ist dafür zugänglich. Ich bin zu alt dafür. Das ist alles. Da habe ich jetzt aber noch eine Frage. Und zwar, also das hier ist übrigens ein Flyer von seinem Zentrum auf Korfu. Da ist schon ein ziemlich großes spirituelles Zentrum seit vielen, vielen Jahren. 17 feste Mitarbeiter, glaube ich, ne? Ja. 18 feste Mitarbeiter, das kann man im Griechenland-Urlaub auf der spirituellen Seite mal machen, sich selbst erfahren, schauen, mit dem Kari jeden Tag so ein bisschen quatschen, reden, Gitarre spielen, Musik hören. Ja, nicht. Jetzt habe ich nämlich mal eine Frage, da der Kari ja so ein echter, ich erlebe dich als einen Freund, den ich dafür schätze, dass er so natürlich ist, der aber auch echt seinen Weg für sich gefunden hat und seinen Weg geht und Leuten hilft, den eigenen Weg zu finden. Jetzt kommt meine Hauptthematik in diesem Gespräch, nämlich, wie ist es, wenn du auf die Nase fällst oder fällst du nie mehr? Ständig. So, habt ihr das alle gehört? Sag das nochmal. Ständig. So, dem geht's anders? Geht's dir anders? Nein. Und das Große auf die... Aber ich muss jetzt nicht irgendwie zeigen, dass ich genau die gleichen Schwächen habe, damit ich einer von uns bin. Für mich gibt es diese lästige Unterscheidung zwischen hier und drüben. Unerleuchtet ist einfach nur ein ganzer Haufen Mist von Konzepten, von Lügengebäuden und von wachstumsorientierten Theorien, die keine Substanz haben. Ich bin das, was jeder ist und nichts Besonderes. Und ich freue mich darüber. Und ich fühle mich erleichtert. Vorhin auf dem Klo vor dieser Sitzung und da war jemand neben mir und er sagte, ach, dass ein erleuchteter Körper auch mal muss. Also ich finde das nicht... Bei uns verdunstet es nur. Es verdunstet. Also das finde ich ganz wichtig, das ist sehr schön, was du da gerade herausgeholt hast, nämlich, dass diese Unterscheidung zwischen jemand ist besonders weit oder nicht besonders weit, ist ja auch immer sehr relativ. Und es gibt so viele verschiedene Wege und da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Ja, wir waren eingeladen von Sabrina am Donnerstagabend mit ungefähr 30 Leuten, die alle sicherlich sehr, sehr weit schon sind. Sie haben entweder sehr viele erfolgreiche Bücher geschrieben, sind Verleger oder so. Und das Schöne war zu sehen, die sind alle total entspannt. Ganz entspannt. Ja, und das... Außer du? Und das, was das Thema hier ist, ist nämlich, das darf so sein, wie der Pari sagt. Und es ist natürlich so. Und der Sugata hat das schön dargestellt. Dieses Darstellen oder diese bestimmten Methoden, die jemand braucht, die sind sicherlich auch wichtig und sehr hilfreich für manche. Die brauchen das. Ich habe zum Beispiel keinen Meister haben wollen, niemals, weil den gab es ja nicht mit diesen grauen Bärten, die habe ich alle gesehen, die sind irgendwie zu weit weg. Und ich wollte wie du mit jemandem reden können. Mit dem Osho konnte ich nicht quatschen. Tolle Filme, tolle Bücher, tolle Kassetten, ja alles angehört, fand ich irre inspirierend, aber ich konnte nicht mit dem Typen quatschen. Und ich war mir sicher, wenn der auf Toilette geht, das stinkt auch.
Und ich fand das total doof, weil diese Idee, ja, einer unter einer Million wird wirklich erleuchtet. Oder nee, Osho sagte, einer unter einer Million geht wirklich auf die Suche. Und unter einer Million Suchenden kommt einer an. Da ich dachte, nee, das ist nicht für mich. Das kann nicht sein. No. Ja? Ja, das ist Mainstream-Talk of a Guru. Mhm. Ja. Weil eigentlich, das ist, ich verstehe schon, was Osho damit meint. Eigentlich hat er aber auch früher genauso betont, es gibt nirgendwo hinzugehen, es gibt keinen anderen Zustand, es gibt keinen ominösen Zustand des Erwachseins und der Erleuchtung, außer dem, der da ist, unschuldig, jetzt gerade. Suche nicht, finde nicht, was ist? Das hat er oft gesagt und immer wieder anfangs betont. Und ich glaube, man konnte irgendwann auch in seiner Entwicklungsstufe mal sehen, da war so ein Schnitt, wo er dann anfing, auch wirklich Philosophien zu propagieren. Ich habe mal in Rishikesh neulich, ich war im Februar mit Satya zu einer Konzertreise eingeladen, in Rishikesh zu singen, für uns eine wunderschöne Möglichkeit, was zurückzugeben nach Indien. Indien hat uns diese Mantras und Bhajans geschenkt und wir hatten eine Einladung, in einem Ashram zu singen, war schön. Und da habe ich einen alten Swami getroffen, der hatte mir ein Audiotape mit Osho Rajneesh, damals hieß er noch Acharya Rajneesh, reisend in Rishikesh. Das muss 64 oder 65 gewesen sein. Ich habe da zugehört und da hat er nur gebrüllt, the only question important is, who are you? Don't look here, don't look there, shut up and who is here? Ja, das war für mich pure Lehre von einfacher Lehre, suche nicht. Und da ist einfach unser suchender Verstand nicht ganz einverstanden. Er sagt, suche nicht ist also die neueste. Aha, okay, wunderbar. Wir machen aus allem, was wir hören, eine neue Philosophie, aus allem. Und irgendwann kapiert man es einfach und lässt es sein. Ja, und irgendwann wurde aus Jesus dann die katholische Kirche. Nee, eben nicht. Jesus wurde nie zu einer katholischen Kirche. Es haben ihn nur die missverstehenden Apostel dazu verdammt, in einer Kirche ewig gekreuzigt rumzuhängen. Jesus war ein Christ, Buddha war ein Buddhist. Ist nicht von mir, ist von Osho. Das will ich. Jetzt hätte ich gerne von der Jatro nochmal einen Kommentar. Und zwar eine ganz schwierige Frage. Langsam einsacken lassen. Wenn denn wir alle unseren eigenen Weg finden können, wenn wir alle bei uns ankommen können, auch wenn wir vielleicht Auflösungsarbeiten brauchen und mal Streit mit unserem Partner brauchen und das sich näher sein und dann nochmal wieder zurückziehen, ist doch die Frage, wann bin ich denn mal dran? Wann habe ich's? Kannst du das aus deiner Sicht sagen, wann habe ich's für mich? Wann taucht das auf bei den Menschen? Sicher fühlen. Also Sicherheit, denke ich, ist das einfach ein Grund, ein Boden oder eine Art von Boden, der es also den Menschen erlaubt zu entspannen. Ja, und dann, wir fangen ja ganz oft einfach an, erstmal Sicherheit im Äußeren zu suchen, ja, und sagen, das muss so sein, das muss so sein, das muss so sein. Und dann, ja, nicht umsonst gibt es so viele Versicherungen, ja. Und wenn wir also jetzt, sagen wir mal, in der Seminarszene, heißt es oft, wir haben hier einen sicheren Raum. Ist das so die Sicherheit? Ich möchte mal noch, also jetzt, ich komme da drauf so zurück, aber auch so, was Pari sagte, so zu der Entwicklung, die zum Beispiel, die man bei Osho sehr, sehr gut sehen kann. Ja, ich meine, ich hatte auch immer so, als ich das zugehört habe, habe ich gedacht, naja, man kriegt ja auch dauernd Updates. Ja, man muss dauernd Updates machen von dem und von dem. Ja, und Osho hat zum Beispiel gesagt, kein Schüler, der also 1980, also jetzt zu Sanyas gekommen ist, steigt in ein Auto von 1960. Ja, also einfach die Teachings. Das ist also eigentlich egal, in welchem Raum. Die sind einfach, haben auch immer etwas mit der Zeit zu tun. Das ist ja eigentlich eine der Grundaussagen. Ich reflektiere in die Zeit, ich relaxe in die Zeit, die da ist, in die Umstände, die da sind. Ja. Und das ist die Sicherheit, da hineinzukommen. Ja, also einfach, wenn wir immer mehr in uns verstehen, hey, ich kann einatmen, ich kann ausatmen, ja, und es passiert nichts, erst einmal uns, ja. Es braucht eine ganze Weile, bis wir uns trauen, wir selber zu sein, ja, und dieses Feld, was eigentlich in Gruppen sehr wohl auch da ist, oder auch auf Messen, oder halt auch im Satsang, wo auch immer der Einzelne es findet, ist ja eigentlich ein Feld, wo eigentlich gespürt wird, ja, ankommen, ich darf ankommen, ich darf ankommen, ich darf ankommen.
Und ich glaube, aus diesem, wenn das einfach auch, das muss auch einfach in uns genährt sein. Ich meine, Meister, egal wie, sie pampern uns und sie schlagen uns, damit wir wach werden. Ja, und beides gehört zusammen. Ja, es gehört ab und zu wirklich, hey, genau wie du sagst, du bist nicht nur jetzt sehr lieb, sondern du wirst auch ab und zu mal sticheln oder so. Damit was passiert, kommt es also einfach an der Stelle zusammen und lässt uns irgendwann entspannen in uns. Und ab dem Moment geht also eigentlich erst der Raum auf für die Begegnung. Das ist doch schön. Da kann ich da mal ganz kurz was... Der Christian, ja, bitte. Fragen. Der Visionär. Das mit dem Update, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, beziehungsweise bin ich auch nicht ganz einverstanden, wenn ich das... Weil, wie du sagtest, ich glaube eher, dass zum Beispiel am Fall Osho, Bhagwan, können wir tatsächlich sehen, dass zu Anfang die radikalste Phase war, wo er wirklich reines Advaita praktisch weitervermittelt hat und dann immer mehr zur Massenware beinahe wurde, sodass man auch sehen muss, dass jeder Meister, Guru oder was auch immer in Interaktion ist mit den Schülern, die kommen, die verändern sich möglicherweise. Die reifen auch weiter. Sie reifen oder auch gehen wieder zurück in eine, sie machen einen Rückwärtsgang. Also ich habe das bei einigen Lehrern beobachtet, die ziemlich forsch und forsch angefangen haben und dann irgendwie in immer eigenartigere Praktiken übergegangen sind. Also ich möchte nur einmal von, ich will keinen Namen nennen, aber es gibt dann Leute, die plötzlich für eine halbe Stunde oder Stunde Audienz 10.000 Euro oder so nehmen. Das finde ich sehr eigenartig, also als ob der Erfolg da doch etwas korrumpiert hätte. Das kann ich nicht 100% sagen, ich möchte es nur mal anschneiden. Also das finde ich total schön, was du da machst gerade, weil ich habe zum Beispiel als ehemaliger Nur-Unternehmer habe ich überhaupt kein Problem damit, dass jemand richtig, richtig viel Geld kriegt. Ich habe Sprecher, also Bestseller aus Amerika, die habe ich in deutsche Sprache übersetzt, geht zum Verkaufstraining und so weiter, wie man Menschen besser führt in der Firma, dass sie alle glücklich sind und auch natürlich viel Geld verdienen. Da gibt es Leute wie Michael Gorbatschow, Ex-US-Präsident oder Tony Blair, ex-englischer Premierminister, die kriegen richtig, aber richtig viel Geld. Die kriegen mehr als 2-3 Jahresgehälter für einen Tag. Ob sie jetzt 3 Stunden sprechen oder eine, ist nicht wichtig. Ja? Das ist aber nicht schlimm. Ich finde das nicht zu verwerfen. Es ist einfach eine andere Art. Der eine fährt Ferrari, der andere einen gebrauchten Golf. Das muss man nicht gut oder schlecht finden. Das wollte ich also nur fragen. Also du würdest jetzt sagen, man sollte es nicht verurteilen. Das tue ich auch nicht. Ich frage nur, kann es sein, dass die ursprüngliche Botschaft, mit der jemand angetreten ist, die Botschaft selber irgendwie verschleiert wird mit der Zeit oder schwächer wird oder sich umdreht, irgendwas ganz anderes. Darauf muss man gucken, ob die jetzt viel Geld nehmen, das sieht man, kann man aus einem anderen Gesichtspunkt jetzt betrachten, das sehe ich nicht von vornherein als irgendwie negativ, nur ja. Eine andere Sache ist, die ich beobachtet habe und viele andere wohl auch, es gibt eine allgemeine Entwicklung seit den 60er Jahren für alle Sucher, dass es wirklich einfacher geworden ist, mit Erleuchteten oder mit Erwachten zu sprechen. Die sind tatsächlich im Großen und Ganzen sehr viel näher an uns dran. Also wenn ich jetzt, ich war ja auch bei Osho 10 Jahre, es war ja wirklich so, der war ja also unerreichbar, also ein Gott. Und dann der Nächste, der danach kam für mich, der Barry Long, war schon ganz anders drauf. Der saß dann mit mir im Biergarten und das war toll. Also da war schon ein großer Sprung. Und dann merkte ich, dass immer mehr so in die Richtung geht. Und das finde ich sehr gut. Also das ist, ist wirklich ein Zeichen, dass sich etwas wandelt. Das ist eine Wende in dem Punkt. Darf ich die Sabrina nochmal fragen? Wenn das, was du sagst, fand ich total wichtig, nämlich diese Frage der Nähe zu jemandem, der seine Meisterschaft lebt. Anders, das habe ich jetzt anders extra definiert, als der Meister. Ich glaube, also ich bin 6-7 Jahre lang war ich Geschäftsführer im Chateau Amritabha, seit Januar nicht mehr. Das ist ein spirituelles Zentrum, wo sehr viele
Menschen richtig lange unterwegs sind, 20, 30 Jahre. Hier auf der Messe sind eine ganze Menge, die ihre Stände hier haben, die dort aufgewachsen sind. Sind Shota, die Schamanen, die Fesan, Feuerschamanen, die Incha mit den Heilpriestern, die Sita mit den Geburtshebammenpriestern. Das sind eine ganze Reihe von Leuten, wo du sagst, wo ich sagen würde, ja, die leben ihre Meisterschaft. Und ich gehe mit denen jeden Tag Kaffee trinken. Und ich kann merken, dass die eigene Meisterschaft ist etwas, wo du früher mit der Fernsehkamera sicherlich anders hingeguckt hättest als heute, wie du mit dem Herzen hinguckst. Wie ist das für dich, diese Meisterschaft? Siehst du den Osho als Entfernten oder siehst du deine Freunde, die Donnerstagabend bei dir waren? Was ist für dich Meisterschaft? Ich glaube, ich bin die Einzige, die keine Schülerin von Osho war. Ich auch nicht. Gar nicht. Also, ich wollte nie einen Meister haben. Ja, ich glaube, das ist auch eine Entwicklung der Menschheit, wenn man jetzt mal so will. Es gab einfach die Zeit, wo man einzelne Lehrer hatte, das war wie Buddha oder Jesus, und man die Distanz zu seiner eigenen Spiritualität einfach getrennt sah von sich. Da ist jemand, der weiß was, das weiß ich nicht, und dann zieht mich hin und dieser will wieder Nähe sein. Es ist ja auch bei den Heilern so gewesen, die alte Schule des Heilers, nenne ich es mal, sind die Heiler, die dir was wegnehmen. Also du gibst dem was und der nimmt was von dir weg. Die modernen Heiler, die sagen, ich unterstütze deine eigenen Selbstheilungskräfte. Und ich glaube, wir sind unendliche spirituelle Seelen, die eine menschliche Erfahrung machen. Und jeder von uns macht seine eigene menschliche Erfahrung. Und jeder von uns hat auch seine eigenen Herausforderungen und Hausaufgaben. Und für mich ist es auch so eine Sache von, ich bin in erster Linie Mensch. Das gab mal so zum Beispiel Lichtnahrung als Beispiel. Also wie Lichtnahrung rauskam, dachte ich mir auch, Mensch, Lichtnahrung, praktisch, muss nicht mehr einkaufen. Und ich habe das auch so ein bisschen gesehen, was Pauli auch vorhin sagte, so eine spirituelle Meisterschaft. Da muss ich jetzt hin und dann ernähre ich mich von Lichtnahrung und dann wissen die anderen auch, dass ich es kann und dann bin ich schon so weit. Und dann habe ich mir das überlegt und sagte, wenn ich tot bin, dann habe ich genug Lichtnahrung. Also jetzt habe ich gerade einen Körper. Und jetzt ist doch spannend, dass ich Erdbeeren essen kann und dass ich alles berühren kann und dass ich mit Freunden zusammensitze und ein Glas Wein trinken kann. Und ich glaube, dieses spirituelle Leben im Leben, das nicht getrennt sein von, und früher gab es ja auch so, also wenn du nicht Birkenstock getragen hast und wenn du nicht ein weißes Wallegeweih anhattest und wenn du nicht deinen wie hieß damals, die Celestin-Prophezeiungen unterm Arm gehabt hast und wenn du nicht eine Engelbrosche umgehabt hast, das waren so die Geheimzeichen von uns. Ha, der gehört auch dazu. Wir sind im gleichen Club. Und es ist eben nicht mehr so, wenn wir uns umschauen, man kann alles sein. Und das, finde ich, ist das Tolle daran. Wir sind nicht mehr komisch, also wir sind komisch, aber wir sind jetzt als Masse sind wir jetzt nicht mehr diese komischen Candlefütterer, die irgendwie nicht mal in den Club gehen können und tanzen können. Und ich glaube, das ist das Schöne daran, dass mehr und mehr die Ansicht von Spiritualität natürlicher wird, lebensfreudiger wird und mehr Bewusstsein reinbringt in unsere Sexualität, in unsere Musik, in unser Essen, in unser Leben. Und das finde ich aber so wahnsinnig spannend. Individuell verschieden, wie wir eben auch sind. Das hast du sehr schön gesagt. Ja.